Hallo, hier bin ich wieder. Heute ist der 18. September und es ist Herbst. Die Beete leeren sich, besonders da, wo die ganze Pflanze rauskommt, wenn man sie erntet. Anders als bei Tomaten und Paprika, da bleibt die Pflanze ja bestehen, wenn geerntet wird. Ist es natürlich bei Kohlrabi, bei Porree, bei Salaten und Kartoffeln auch, die jetzt auch mal raus müssen, ist es ja so, dass also eine leere Stelle sozusagen hinterbleibt. Da ist nichts mehr. Da kann man dann vielleicht nochmal Gründüngung drauf machen, Gründüngungen wie Lupinen zum Beispiel. Das geht aber auch nur dort, wo nächstes Jahr keine Hülsenfrüchte hinkommen. Sonst klappt das mit der Fruchtfolge auch nicht mehr. Ich zeige das jetzt mal, was ich jetzt so hier in der Vergangenheit noch geerntet habe, was hier rausgekommen ist und wie das jetzt hier aussieht und was alles noch geerntet werden kann. Darum. Hier sind die Erdbeeren, die habe ich hier vorne schon mal vom Unkraut einigermaßen befreit, kommt natürlich schon wieder, und habe die ganzen Absenker, die bleiben sollen, schon mal, bevor es anfing zu regnen, hier so in die Erde gelegt. Jetzt sehe ich, ach du meine Güte, das habe ich ja völlig verpasst. Ist natürlich total angefressen, leider, weil ich das überhaupt nicht mitgekriegt habe. Hier bin ich noch nicht so weit, hier vorne, das sieht man auch, hier ist noch alles verunkrautet. Aber jetzt, hier kommen auch. Gut. Hier ist alles voll, alles. Aber die wichtigen habe ich schon abgesenkt, von denen, die gut getragen haben und die ich haben möchte, denn dieses Jahr ist eine Verjüngung dran. Also ich werde die Mutterpflanzen alle, bis auf ein paar wenige, wo ich weiß, dass die auch noch nicht so alt sind, werde ich die wegmachen. Hier sind die roten, verschiedene Sorten, auch Jahreserdbeeren dabei. Hier oben sind die weißen. Habe ich mir auch die Absenker gemacht. Ich will, dass sie erstmal ein bisschen anwachsen, bevor ich sie von ihrer Mutter trenne. Aber jetzt ist es eigentlich auch feucht genug. Die sollen hier hin. Das heißt, das hier muss alles raus jetzt. Das gesamte Basilikum, ich habe noch viel mehr vorne, das werde ich einfrieren. Das ist so lecker. Tja, für die Bienen tut es mir hier leid. Ich habe woanders auch noch Borretsch, aber der wird auch raus müssen. Und die Kartoffeln müssen raus. Auch sehr verunkrautet hier alles, wie man sieht. Aber die sind noch recht grün. Hier ist eine, die schon braun ist. Die sind wirklich noch richtig grün. Die Gurken. Tja, heute gibt es wieder einen richtig dicken Gurkensalat. Die produzieren wirklich ohne Ende. Trotz der widrigen Umstände, die jetzt hier wirklich geherrscht haben in den letzten paar Tagen, mit Kälte und Regen. Hier sind heute alle dran und es kommen hier überall noch, also diese Land. Hier hatte sich ja ein Rucola selbst ausgesät. Gut, es ist jetzt nicht viel, man kann ja immer nur die Plättchen abmachen, aber so als Geschmackszulage kann man den immer benutzen. Hier ist auch noch mal Basilikum. Hier kommen jetzt auch immer noch mal ein paar Bohnen nach, aber die sind im Prinzip, sind die hier durch. Da kommt nicht mehr viel. Hier sind die, habe ich die Karotten mittlerweile rausgemacht. Dann habe ich hier überall noch mal so ein paar Bohnen dazwischen gesetzt, so ein paar gelbe Buschbohnen. Mal gucken, ob man da noch was bekommt. Ja, mit diesem Weißkohl, dem habe ich, glaube ich, zu viel von meiner Komposterde gegeben. Das wird nichts mehr. Der
schließt sich auch gar nicht. Naja, doch, er schließt sich schon, aber da ist auch schon was dran. Habe ich irgendwas verpasst anscheinend? Dass ich da jetzt Raupen... Ja, ja, da sind Raupen drin. Hier sieht man die Hinterlassenschaften. Also den kann man, glaube ich, vergessen. Ich mache den heute auch mal raus. Also wenn da so... Das ist dann nicht mehr lecker. Da habe ich jetzt wenn da ein Kohlweißling hier rein seine Eier gelegt hat, dann habe ich das verpasst. Der Kopfsalat hat, den mache ich jetzt raus, weil das geht hier gar nicht. Der hat nämlich Läuse. Habe ich noch nie erlebt. Dieses Jahr ist das erste Mal, dass ich hier erlebe, dass alles voll mit Läusen ist hier und das kann man nicht mehr essen. Den mache ich heute auch raus. Der kommt weg. So, den Borretsch lasse ich hier stehen. Ich selbst esse den gar nicht. Mache mir nichts aus Borretsch, aber für die Bienen ist das immer ganz toll und sieht ja auch aus. Hier auch noch mal ein paar Bohnen. Was jetzt noch mal richtig gekommen ist, das habe ich auch noch nie gehabt in die Jahreszeit, ist der Schnittlauch. Der blüht sogar noch mal. Der ist noch mal wie im Frühling. Ist der jetzt nochmal hochgekommen. Hier habe ich Rucola ausgesät, der hatte Trockenheitsphasen. Das sieht man, wenn die Blätter so rot werden. Ich mache den im Sommer deswegen auch gar nicht eigentlich, weil der müsste sich jetzt erholen, auch weil da so die Erdflöhe im Sommer immer dran sind, wenn es so trocken ist. Aber jetzt müsste der bald richtig kommen. Hier auch nochmal Schnittlauch, fängt auch an zu blühen. Den mache ich auch nochmal ab. Dann hier die Cocktailtomate Filovita. Die hat jetzt schon in Massen produziert. Die ist jetzt aber auch schon ein bisschen am, wie soll ich sagen, ja, das war doch jetzt sehr nass plötzlich. Es kam ja, der Herbst kam ja jetzt urplötzlich. Also man konnte wirklich von einem Tag auf den anderen fast vom Bikini in die Winterjacke springen. Aber bis jetzt ist hier schon noch, und die werden auch noch nicht braun. Aber sie werden auch, also ich mache die jetzt auch in der Farbe schon ab. Sie sind noch ein bisschen orange und lasse sie zu Hause nachreifen, weil richtig rot, dazu ist es auch nachts schon zu kalt, werden die hier nicht mehr alleine. Das dauert viel. Aber bis jetzt schmecken sie noch gut. Und mein Ziel ist ja eigentlich immer, deswegen mache ich ja immer rechtzeitig, fange ich ja so ab Mitte August an wirklich mit Ausgeizen, dass die nicht mehr blühen. Weil ich möchte am liebsten immer alle, tja, so geht es dann natürlich auch los, wenn es so viel regnet plötzlich, dann platzen die auch. Das Schöne ist ja, dass die eine weiche Schale haben, nicht so eine harte Schale, aber dann platzen die natürlich auch ziemlich schnell. Die Auberginen, glaube ich, aber die produzieren auch noch. Trotz der Kälte, man sagt ja immer, die sind so wärmeliebend. Aber ich muss sagen, die sind wirklich immer noch lange, das kenne ich schon, lange unterwegs sozusagen. Also auch wenn es schon, hier die ist ein bisschen klein, aber die produziert auch. Das hier ist alles Dill, der sich selbst ausgesät hat hier in Massen. Und alles von hier. Hier auch nochmal alles. Alles die Aubergine Kasper hier, die weiße Aubergine Kasper. Und auch hier. Überall Basilikum. Da habe ich dieses rote oder rot-schwarze schon fast. So eine Mischung aus beidem. Das hat sich vermischt hier. Aber wobei ich immer noch sagen muss, dass hier. Das mit den großen grünen Blättern schmeckt immer noch am allerbesten. Schmeckt auch besser als das Rote hier. Das Rote ist einfach interessant, wenn man, ja, gerade wenn man Spaghetti, schwarze Spaghetti mit gelber Tomatensauce macht. Und dann dieses dunkle Basilikum drauf. So, das ist ja die Paprika Marconi Purple, die ich geschenkt bekommen habe. Und die haben sich unterschiedlich entwickelt. Die meisten sind leider so. Die finde ich nicht besonders gut. Die sind nicht sehr fleischig, klein, auch wenn die rot werden. Puh,
nichts Besonderes. Hier auch. Aber das sind süße. Die sehen aus wie Peperoni. Die Schafe sind aber süß. Und werden auch schnell so schrumpelig irgendwie. Ganz toll ist eine einzige von denen geworden, nämlich die hier. Die ist richtig dickfleischig. Und wenn, ich habe ja schon die roten alle abgemacht. Jetzt die hier jetzt dranhängen, die werden nicht mehr rot. Richtig große, riesige. Die werde ich alle unreif abmachen in der Farbe hier. Die, wie gesagt, die werden nicht mehr rot. Und die ist schon abgegangen. Und einfrieren, vielleicht mache ich heute die großen auch schon ab. Und einfrieren und als Gemüsepaprika essen. Dasselbe gilt natürlich hier für die Pinocchio, die ich ja immer habe. Hier waren auch viele rote dran. Ich habe bestimmt an jeder Pflanze so 6 oder 7 rote abgemacht. Hier sieht man auch schon wieder, wie sich eine ein bisschen färbt da hinten. Vielleicht wird die noch was. Das sind wieder die gefallen mir überhaupt nicht hier, die hier. Die esse ich auch nicht. Was auch gut geworden ist, auch wenn auch klein, sind diese Blockpaprika, die auch rot werden, wenn sie reif sind. Aber die bekommen, das ist typisch für Kälte und Nässe. Dann werden die so violett. Das haben die, hat die Pinocchio auch. Aber die sind auch wirklich richtig gut gewesen hier, die hier. Hier habe ich ja noch ein bisschen Mangold. Wollte ich dieses Jahr gar nicht so viel haben und das langt mir auch hier. Es hat so 2, 3 Beutel, die ich dieses Jahr eingefroren habe. Das ist mir auch genug. Hier sind noch mal Karotten, die noch kommen. Hier ist mittlerweile der Kohlrabi abgeerntet. So, heute ist der 10. September. Der erste Teil ist draußen. Und morgen mache ich hier noch mal, hier sind noch mal 9. Hier habe ich jetzt 10. 22 hatte ich, glaube ich, Samen reingemacht, soweit ich mich erinnern kann. 19 sind gekommen. Sehen gut aus, aber die mache ich erst morgen raus. So, heute am 11. September sind die letzten 9 Kohlrabi dran, die hier noch sind. Ich finde, die können sich durchaus sehen lassen hier. Wirklich richtig schöne Exemplare. Das sind jetzt noch mal 9. Und dann war es das auch jetzt mit den Kohlrabis. Hier nochmal diese gelben Buschbohnen. Die sind aber noch am Blühen. Ob das noch was wird, weiß ich nicht. Da müsste es doch mal ein bisschen warm werden wieder. Ah ja, hier hängen aber doch, sehe ich gerade. Hier hängen ein paar dran. Ja, das Süßkraut. Die Stevia. Ist jetzt eigentlich schon fast zu spät, die Blätter noch abzuernten. Die werden auch schon so ein bisschen braun. Aber die ist eigentlich auch noch zu klein, um da maßgeblich was abzumachen. Ich werde die wahrscheinlich schon. Oh, oh, puh, ich habe eben probiert. Oh, ist das süß. So süß ist Zucker nicht. Und die werde ich rausmachen und dann im Winter wieder im Winter bei mir auf dem Hausflur lassen. Und dann nächstes Jahr wieder raussetzen, dann ist die auch größer. Vielleicht kann man dann was mit ihr machen. Die Artischocken, hier kommt nichts mehr bei der hier. Die ist wohl hinüber. Die anderen beiden, ich weiß nicht, warum die jetzt hinüber ist. Die anderen beiden treiben schon wieder aus. Ja, die sind durch. Die mache ich jetzt auch raus hier, die brauchen auch den Tunnel eigentlich nicht mehr. Das waren jetzt die Zuckermelonen. Hier habe ich ja die Minnesota 2. Das sind grüne, die im reifen Stadium dann so ein bisschen gelb werden. Und hier habe ich eine Agora
Das zeige ich jetzt noch mal kurz. Insgesamt waren es 9. Man kann sagen, an jeder Pflanze waren 3. Mehr habe ich auch gar nicht dran wachsen lassen, weil wieder mal abgeschnitten. Das wäre auch nichts mehr geworden. Sommer ist zu kurz. Maßgeblich ist nicht die Hitze, wie wir hier dieses Jahr auch hatten, sondern die Länge des Sommers. 4 Monate, 28 Grad, das wäre ideal, aber das kriegen wir hier nicht hin. Hier kommen auch. Ja. Der Rest steht ja drüben. Da gehen wir jetzt auch noch mal hin. Richtig, die Champignons, die haben ja jetzt Ruhe gegeben. Die ganze Zeit. Und heute habe ich jetzt hier schon wieder 16 gezählt. Jetzt kommen die wieder überall. Auch da hinten. Überall. Heute gibt es wieder 16. Damit habe ich insgesamt, wenn ich die noch abmache, hier in diesem Hexenring, habe ich insgesamt 123 geerntet. Ja, hier gab es auch viele Tomaten. So, jetzt nochmal die letzten Fleischtomaten abmachen, bevor der Regen kommt und die Kälte. Die anderen noch was werden, weiß man dann nicht so genau. So, 3 Stück sind es jetzt hier. Nochmal. Ich habe schon einige abgemacht. So, das war jetzt am 31. August. Und jetzt habe ich hier noch 4 dran. Jetzt sehen die auch nicht mehr so gut aus. Sie kriegen natürlich trotzdem Nässe ab, obwohl sie so ein bisschen unterm Dach sind. Hier, die hier ist ja, die schmeckt leider nicht so gut. Das ist so eine gelbe, von denen habe ich massenweise abgemacht. So eine orange-gelbe, das ist ja die weiße Schönheit, die ist hellgelb im Reifen. Hier wird die schon langsam wieder reif. Jetzt habe ich hier, die wird wohl nichts mehr hier. Eine habe ich, glaube ich, jetzt noch dran. Nee, 3. Während die hier ja noch gar nichts machen. Und habe aber einige, also ich habe viele abgemacht. Bestimmt so 15 hingen da bestimmt dran. Hier ist das Porree draußen, das war ja auch nicht viel. Karotten, nochmal Karotten kann ich gar nicht genug haben. Da habe ich auch die ganze Zeit immer wieder nachgelegt, da habe ich eigentlich von Juni bis jetzt ununterbrochen immer welche rausgeholt. Und das Brokkoli, das hier habe ich jetzt blühen lassen, da habe ich jetzt nochmal abgemacht, da war ich ganz erstaunt. Da kamen jetzt, hier kommen nochmal kleine, nochmal jetzt richtig viel und auch recht große nochmal nach. Aber ich habe so die Erfahrung, dass die so um die Jahreszeit dann auch ein bisschen, dass es ein bisschen streng schmeckt mit dem Brokkoli, dass der so streng wird. Da muss ich mal gucken. So, und zum Schluss hier die Indianerbanane, ist nicht viel. Trotz Ausbrechen ist es nicht viel geworden. Hier, die hier und auch nicht so groß. Obwohl ich ununterbrochen gegossen habe, die sind aber noch nicht reif. 3 habe ich. Die färbt sich langsam ein bisschen hell hier. Die könnte bald soweit sein. Die könnte nächste Woche soweit sein. Und die kleine hier, die ist ja winzig, winzigst. Die, ich lasse noch hängen. Dürfte auch bald soweit sein. Das zeige ich dann noch mal extra. Und das war's schon wieder mit dem Gartenrundgang.